Bin ich nicht überall am Limit? Oh, die Produktionskosten steigen. Weil unser Lager voll ist. Die Hälfte auf dem Lager mal vertickt. Das ist ein kleines Problem. Ich habe die Pause ausgemacht, weil ich gesagt habe, ich achte selbst drauf. Aber mit so einem kleinen Lager ist es echt nervig. Da musst du aufpassen wie ein Schießhund, weil wenn bei 3000 schon Schluss ist, schwierig, das im Auge zu behalten. Also die Automation ist gar nicht mal so verkehrt, die es im Spiel gibt. Einfach mal alles verkauft, was wir hatten. Nur ein bisschen Puffer gelassen für einen Vertrag. Ja, und ich warte hier verzweifelt auf gute Verträge, weil, also ich meine, für die Summen, da können wir nicht verkaufen. Das ist ja fix die Heimweh. Und ich brauche dringend Geld. Also ein höherer Vertrag wäre nicht verkehrt. Geht schief. Ich glaube, das geht schief. Und wir haben schon wieder Lager voll. Ich überlege, was eine sinnvolle Entscheidung wäre. 300.000 ist nicht die Welt. Aber mehr fördern können wir nicht. Müssen wir höchstens noch eine größere Produktion bauen. Millionen. Da brauchen wir aber auch ganz schön viel Sicherheit und Wartung wieder oben drauf. Oh. Die kostet 1 Million, fördert 3000 Barrel. So, ich warte, bis wir hier über 2,7 drüber sind und klicke hier auf Verkaufen. Dann bleibt genug übrig für den Vertrag, der noch 4 Tage läuft. Und neue Verträge sind derzeit nicht in Sicht. Schade. Und wir brauchen dringendst irgendwas, womit wir mehr Geld verdienen, was Öl angeht. Die Verträge sind es gerade nicht. Also 57 lockt mich nicht hinterm Ofen vor, gebe ich offen zu. So, der Vertrag ist abgelaufen. Da können wir jetzt einfach mal hingehen und können das komplette Lager leer verkaufen. Jeden Tag. So, kommen wir mal an Geld. So, komm Preis, geh hoch, geh hoch. Heute will er nicht. $55, $52. Wenn er noch weiterfällt, muss ich aufhören zu verkaufen. Ja, super. Ich bin begeistert. Nicht so eine Pumpe baue, muss ich 2 von denen abreißen. Damit ich das dahin krieg und die Kosten und so. Das Problem ist, ich krieg die nirgends gebaut. Tja. Das ist das Problem. Wir brauchen hier mal eine gescheite Übersicht, was wir eigentlich hier an Vorkommnissen noch drin haben. Im Boden. Also machen wir mal eine Probebohrung, investieren das Geld mal sinnvoll. Das ist nämlich alles grün und da habe ich ausgerechnet die Raffinerien alles drauf gebaut. Na, das ist ja super. Das haben wir richtig gut getimt.
Ja, das wäre okay, es wäre ein bisschen mehr als das, was wir uns leisten können. Gib ich zu, passt. Aber unser Lager ist voll. Wir müssen irgendwie verkaufen. Das ist momentan so ein Problem, mit dem unser Lager ist voll. Hätten wir die Pause doch aktiviert lassen sollen, ne? War gar nicht mal so verkehrt. Ich sag dann zwar immer genervt, ja, das weiß ich doch, lauf weiter. Aber, nee, nee. Wir haben jetzt schon einige Tage, wo eine Pause nicht geschadet hätte. Da war ich zu großmäulig. Gebe ich zu, war ein Fehler von mir, habe ich falsch eingeschätzt, die Situation. Mit 3000 Lager bist du so schnell voll, wenn du so produzierst wie wir, dass es mit Pause sinnvoller ist. Oh, wir machen schön Geld. Das gefällt mir. Aber das bringt es einfach nicht. Guckt euch das mal an, ey. Der Vertrag läuft ewig und bringt gerade mal 63. Während ich hier 89 krieg. Warum soll ich da verkaufen? Macht keinen Sinn. So, Probebohrungen hatten wir geguckt. Das hatten wir geguckt. Wir wollten so eine Pferdekopfpumpe kaufen. Und wollten die hier unterbringen. Und wenn die fertig ist, wollten wir zwei von den Teilen abreißen. Oh Mann. Eigentlich müssen wir dann, glaube ich, sogar noch mehr abreißen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich das mal genau überlegt. Weil wir können ja nur, ich glaube, 4000 produzieren. Wenn die 3000 macht, die andere macht 1000 noch irgendwas, dann können wir alle drei Pumpen abreißen. Pause. So, das heißt, die hier ist überflüssig. Die hier ist überflüssig. Und wenn ich jetzt hier reingucke, stelle ich fest, dass wir viel mehr produzieren, wie wir können. Also ist die hier eigentlich auch überflüssig. So, das sollte zumindest mal die Produktionskosten senken, die wir pro Barrel haben. Und wir haben immer noch 500 Überschuss. Das ist das Verrückte daran. Bräuchten also doch eine größere Raffinerie. Dann können wir mehr Öl produzieren. Ja, machen wir mal schnell ein bisschen Geld, kaufen wir eine größere Raffinerie. Bin da gerade schmerzbefreit irgendwie. So. Gucken wir mal rein. Kostet 1,1 Millionen. Die sollten wir unterkriegen. Die können wir dann auch woanders hinbauen. Wo nicht gerade ein riesen Ölfeld drunter liegt. So, die bauen wir dann mal hier. Wenn wir die gebaut haben, sollten die 4,5 rüberkommen. Ja, da brauchen wir langsam auch mal einen größeren Tank. Was kostet ein größerer Tank? Oh, wir brauchen Geld. Gibt es denn Aufträge? Gescheite Aufträge? Gibt keine gescheiten Aufträge. 1300 ist mir zu viel, 800 ist mir zu viel. Die Preise sind okay, aber wie soll ich das am besten erklären? Um den Preis allein geht es hier nicht. Es geht auch um die Menge. Die kriegen wir nämlich gar nicht durchgeschoben. So, ich brauche mal ein bisschen Kohle für Tanks. Und wir machen mittlerweile Schnellgeld. Das heißt, wenn wir mehr produzieren, machen wir noch schneller Geld. Das ist der Punkt. So, wir machen mal ein bisschen langsam bei dem Preis. Da müssen noch mittlerweile gute Aufträge bei rumkommen. Ich würde sagen, wir hauen den hier mal durch. Und den hier machen wir mal mit. Sind ja nur 200. Das schaffen wir schon.
Und das machen wir mehr so nach dem Motto, wir brauchen ein bisschen Markt Kapazitäten. Wann laufen die denn los? Am 19. August bzw. 15. August. Bis dahin können wir noch ein bisschen verkaufen. Jetzt hören wir auf. So, und stellen fest, dass wir 160 zu viel produzieren. Machen wir die Hälfte. Passt. Haben wir schon wieder 1,4 Millionen. Das heißt, jetzt können wir einen Tank bauen. Und der tut auch wirklich dringend Not. Kaufen. Den bauen wir mal. Wo bauen wir den mal hin? Ich brauche irgendwo einen sinnvollen Platz für die Tanks. Und am besten nicht ein Ölfeld darunter. So, das passt schon mal. Ein Punkt bei Sicherheit drüber. Wartung passt. Für Sicherheit müssen wir uns noch was einfallen lassen. Wenn der Tank nämlich jetzt hier fertig gebaut wird, da haut das dann nochmal ein bisschen rein. Und dann sollten wir uns da vielleicht nochmal neue Sicherheit besorgen. Damit fahren wir ganz gut. Hier rein zu klicken und dann die Hälfte einfach zu verkaufen, die wir gerade da haben. So, aber ich wollte ja ursprünglich auch die Raffinerie hier platt machen. Weil wir ja viel zu viel fördern. Wir haben ja, oh Gott, 11.600 Kapazität mit den zwei Dingern und wir... Ne, Moment, wenn ich das hier wegmache, dann müsste es eigentlich hinhauen. Abreißen. So, die Kapazitäten sind gleich geblieben. Wir haben nur noch 7.600. Und da sind wir wieder überall im grünen Bereich. Passt. So war es ja ursprünglich auch gedacht und geplant von mir. Da habe ich mich jetzt beinahe selbst ausgetrickst und hätte es jetzt beinahe komplizierter gemacht, wie es eigentlich gedacht war. Ja, langsamer machen. Wir müssen uns mal überlegen, was wir mit unserem Geld machen, was wir da jetzt verdienen. Wir haben noch Kapazitäten frei und zwar 2.000, 3.100. Da könnte man noch so eine Pferdekopfpumpe dahinstellen. Die macht 3.000, ist mal knapp unter der Grenze und fahren hier volles Programm. Weiß ich nur nicht, ob die ganzen Kapazitäten dann hier rüber über die Wartung und Sicherheit auch abgedeckt sind. Das ist halt immer das Problem da dran. Das ist clever. Wenn wir hier draufklicken, schlägt er immer die Hälfte vor. Ja, ist ganz toll. Gucken, wer schneller ist. Ich mit Klicken oder das Öl am Fließen? Das Öl am Fließen. So, wir haben 600.000. Wir haben Verträge, die laufen und wir gucken uns natürlich weiter um nach guten Verträgen, die dem Marktpreis entsprechen. Schaffen wir aber gerade irgendwie keine bei. Wir haben alles so weit auf dem Level, wo wir sagen, jawohl ja, wir haben einen großen Tank. Der dürfte so schnell nicht mehr voll werden mit 18.000 Barrel, die wir fassen können. Wir könnten noch eine Pferdekopfpumpe bauen, dann können wir unsere Produktion erhöhen, dann können wir mehr Geld umsetzen. Wir haben noch 39 Monate Zeit. Langsam wird die Zeit knapp. Fast noch 3 Jahre, die Hälfte ist schon rum. Also wir sollten langsam echt anfangen, Geld zu verdienen. Und deshalb würde ich dazu tendieren, noch eine Pferdekopfpumpe aufzubauen. Einfach, weil wir so viel mehr fördern können und damit viel mehr Geld verdienen. So, in 4 Wochen ist er fertig. Bis dahin sind wir auch wieder raus aus den Schulden. Die Verträge laufen noch ein paar Monate. Aber sagen wir 160 Barrel pro Tag fördern.
über der Kapazität, die wir eigentlich brauchen, um unsere Verträge zu bedienen, ist ja alles gut. Dann können wir aus dem Lager verkaufen. Wenn wir aus dem Lager verkaufen, nehmen wir Geld ein. Passt. Unser Unternehmen ist ein Bedrängnis. Oh. Verkaufen einfach immer die Hälfte. Zu welchem Preis auch immer. Und dann sind wir wieder raus aus den Schulden. So, das haben wir, alles steht. Wir fördern mittlerweile 400 Barrel. Wir haben immer noch laufende Verträge, das heißt, wir sind... Jesus, nee. Wir legen hier gerade richtig los. Dann würde ich sagen, unterschreiben wir den Vertrag noch. Der passt doch rein in unser Konzept. Der auch. Dann sollten wir ein ganz gutes Level an Verdiensten erreicht haben. Und laufen immer noch voll. Ja, schwierig. Wir müssen uns überlegen, wie wir Geld ausgeben. So, Zentralasien, da sind wir. Da gelten folgende Pumpen, werden verändert um plus 15. Das heißt, die fördern mehr, kann das sein? Ja, wir sind am Anschlag. Die Produktion hat sich massiv erhöht. Ich muss aufpassen, dass ich nicht unsere Kapazitäten hier wegballer. So, was kriegen wir denn hin noch? Das drückt. Das macht kaputt. Das passt rein, aber das hier bringt mehr Geld. Also wenn sich nichts ändert, sollten wir den Vertrag durchkriegen. Wenn wir nichts mehr machen, und der ist 4,2 Millionen wert, der Auftrag. So, und das gucken wir uns jetzt hier an und lassen das Ganze mal rennen. Wenn ich auf die Uhr gucke, kriege ich einen mittleren Schock. Ich glaube, den Part muss ich in zwei Teile schneiden. So, wir haben noch genau 3 Jahre Zeit und haben 2,5 Millionen. Darauf können wir aufbauen. Mordsmäßige Preise zurzeit am Markt. Damit gehen wir um. Nicht machen. Ganz schlechte Idee. Nicht machen. Einfach laufen lassen, was wir jetzt haben. Mehr geht eh nicht, es sei denn, wir erweitern. Und ich sehe gerade, wir müssten dringend erweitern. Mit einer Sicherheitszentrale. Ja, wo bauen wir die hin? Wo wäre die sinnvoll? Wo passt sie hin? Wo kriegen wir das sinnvoll untergebracht, ohne dass es uns zu viel Platz kostet? Ja. Dann sollte Sicherheit wieder im grünen Bereich sein oder im orangenen Bereich sein. So weit, so gut. Wir haben 3 Millionen und noch 3 Jahre Zeit und es wird auch für mich Zeit. Selbst wenn ich den Part in der Hälfte cutte, komme ich jetzt schon auf 22 Minuten Videos und das wird wahrscheinlich auch so passieren, denn 40 Minuten sind mal ein bisschen viel für einen Part. Und deshalb würde ich sagen, wir sind hier raus,
Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye.